Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Wir sind weiter in der Ruine in Chuanzell unterwegs und auf Achse und werden uns hier durchschnetzeln und kämpfen, wo es zu kämpfen und schnetzeln gilt. Was zur Hölle. Ich habe den Hinweis bekommen, wie ich meinen Bogen aufwerten kann, beziehungsweise die Aufladung der Verzauberung wieder vornehmen kann, nämlich mit T. Und ich lade auf mit dem kleinen Seelenstein. So einfach geht es, doch einfacher als ich gedacht hätte. Er gefällt mir durchaus. Moment, da sind die Falmer. Der Bildschirmhinweis hat mir eben gesagt, die können eigentlich gar nicht sehen. Zumindest nicht so gut. Und dem vertraue ich jetzt einfach mal. So. Tschüss. Und da oben ist ein weiterer. Hallo. Okay, wir werden... Ich weiß nicht. Irgendwie bin ich anscheinend auf eine Falle getreten. Du versuchst jetzt mich zu treffen, ne? Das hier ist wieder so ein Sniper-Duell. Aber mit zwei Zielen, da hat der Sniper seine Probleme. Und da hinten ist noch ein Sniper. Ja genau, die Talmor, habe ich eben, glaube ich, gesagt. Ich meine, die Falmer können nicht sehen, sondern nur hören. Oder zumindest schlecht sehen. Das sagt der Bildschirmhinweis, das sagten auch schon mehrere Kommentare. Ich habe noch zwei Skillpunkte und ich habe Schleichen. Nee, Schleichen. Das ist das hier. Dort kann ich hier rein investieren. Das ist sinnvoll und das bringt mir was. Schleichangriffe mit Bögen verursachen jetzt dreifachen Schaden. Genau. Als nächstes kann ich dann einhändig hier noch verstärken. Einhandwaffen verursachen 60% mehr Schaden. Und weiter kann's gehen. Dann zeig dich mir mal, du dreifacher Schaden. Und nochmal. Und der ist weg. Der ist gleich auch weg. Jetzt zum Beispiel. Puh. Es geht alles so viel einfacher, wenn man nur nicht vergisst zu skillen. Okay. Eigentlich brauchte ich gerade keine Zahnbehandlung von euch. Warte mal. Wer zur Hölle hat 15 Zähne im Mund hintereinander kaputt? Ach ja, die Süßigkeiten. Das nächste Tagebuch. Nachdem wir in die Mine herabstiegen, nochmal. Nachdem wir in die Mine herabgestiegen waren und uns durch die Spinnen hindurchgekämpft hatten, kamen wir schließlich in das eigentliche Chuanzell. Sie haben die Stadt in die Höhle gebaut, die sie umschließt. Fantastisch. Chuanzell vibriert vor Leben, aber seine Wächter liegen schlafend. Hoffentlich erfahren wir mehr, wenn wir tiefer hinabgelangen. In diesem Bereich scheinen zwei der Familien der Stadt gelebt zu haben. Wir haben einige Zeit mit dem Studium dieses Baums außerhalb des Wohngebäudes verbracht, können aber nicht herausfinden, was er bedeutet. Strom wird mit einem meiner Schüler zurückbleiben, um den Bereich eingehender zu untersuchen. Ich freue mich schon darauf, seine Notizen zu diesem Thema zu lesen. Heute haben wir die Waffenkammer der Stadt betreten. Die besten Zwergensachen haben die Falmer dank der robusten Dwemer-Schlösser noch gar nicht gefunden. Ja, ich auch nicht. Eri sagte, er könne in die Schatzkammern eindringen und würde Bescheid geben, wenn es ihm gelungen sei. Die Spinnen haben uns große Schwierigkeiten gemacht. Mir auch. Aber wer hätte damit rechnen können, dass nur sie allein Markarth gesichert haben? Nach dem Verlassen der Waffenkammer errichteten wir ein Lager, aber die Falmer haben uns beobachtet und sind unseres Eindringens schließlich überdrüssig geworden. Sie kamen, während wir schliefen, und töteten die verbleibenden Wachen. Meridia vergebe mir, dass ich meine Schüler als Ablenkung benutzt habe, um zu entkommen, aber ich muss diesen Ort wieder zum Leben erwecken. Zu viele konnte Schalter nicht drücken. Habe lieber ins Tagebuch geschrieben, als zu kämpfen. Ja, Stab der Zombies. Lydia, den nimmst du dann mal kurz. Nee, du gibst mir keine Deckung, du gibst mir vor allem Traglast. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Und das wirst du tun. Once more. Den kannst du direkt holen, der ist stärker als dein jetziger. Und dann kriegst du noch den Stab des Schutzgeistes, den der Zombies auch, aber den des Frostbisses nicht. Sonst benutzt sie wieder den und das wäre nicht vorteilhaft. Ich habe euch schon darüber aufgeklärt. Gut. Aha, okay, ich glaube, wir sind gerade auf die Spinnen getroffen. Ganz ruhig,
Beruhig dich. Sie hat jetzt ein total starkes Schwert im Prinzip. Das sollte also kaum ein Problem für sie darstellen. Oh Gott. Beruhigt euch. Die sind anscheinend nicht so stark. Okay. Ganz ruhig. Was habt ihr bei euch? Gewöhnliche Seelensteine. Seelensteine sind immer sinnvoll. War der gerade gefüllt? Ich glaube. Ich habe nicht genau hingeguckt, aber er schien gefüllt zu sein. Gewöhnlicher Seelenstein. Zwergenöl. Ich werde jetzt mal gucken, wofür dieses Zwergenöl gut ist. Zutaten? Zwergenöl. Da ist es. Anfälligkeit für Magie. Immerhin etwas. Oh, okay. Warte. Da kämpfen Falmer gegen Centurions. Sphären, meine ich. Dwemer Sphären. Ich hätte ihr keinen Bogen geben sollen. Mal sehen, ob sie gut zielen kann. Ja, anscheinend nicht. Aber immer noch besser als ich. So, ganz ruhig. Er hat mich noch nicht gesehen, glaube ich. Okay, der hat getroffen. So, was hast du dabei? Mal wieder ziemlich sinnfreies Zeugs, genau wie wahrscheinlich die Sphäre selbst. Wo ist die Sphäre? Ach, da ist sie. Dwemer Getrieberad. Großer Seelenstein. Gefüllt mit großer Seele. Das ist cool. Und größerer Seelenstein. Yep. Das ist anscheinend der Hebel von dem Dingens da in seinem Heftlein geschrieben hat. Wir müssen ihn ziehen. Abgeschlossen. Reaktivieren Schuanzels automatische Verteidigungsanlagen. Das erinnert jetzt extrem an... Kann ich das sagen? Ich glaube, das Spiel ist schon alt genug, damit ich das sagen kann. Das erinnert extrem an die sehr coole Sache in Prince of Persia, Sands of Time. Mehr werde ich aber dazu nicht sagen. Und die ganze Situation hier, insgesamt betrachtet, erinnert so ein bisschen an eine gewisse Stelle aus Primal. Schuanzel, das war jetzt wahrscheinlich nur ein Umweg wieder zurück, denn die Tür hier war nicht verschlossen. Okay, jetzt wird's lustig. Die Falmer sind im Moment meine besten Freunde, einfach wegen ihrer Schwäche. Tut mir leid, Falmer, aber es ist so. Schleichen verbessert, Schießkunst verbessert, so soll das sein. Lydia, ich sehe keine Pfeile. Okay, du bist noch da. Okay. Ich weiß ja nicht, wie stark dieser Dampfangriff ist, den er manchmal macht. Ich hoffe mal, er ist nicht allzu stark. Okay, warte. Noch einmal, noch einmal. Wow! Nicht runterfallen. Ich will dich ausräumen. Eisenpfeile. Das waren meine. Großer Dwemer-Balken. Mächtiger Seelenstein. Centurio Dynamo-Kern. Wow, sieht der cool aus. Na, den nehmen wir. Okay, jetzt dürfen wir aber nochmal hier ein bisschen Ärger bekommen, weil ich jetzt aus der Deckung im Prinzip rausgesprungen bin. Hier unten sollten ziemlich viele Falmer sein. Und Dwemer. Von den Falmern habe ich mittlerweile gar keine Angst mehr. Dank dieses einen Perks. Okay, vielleicht habe ich doch noch so ein bisschen Angst. Bekleidung. Das da, das da. Waffe ist in Ordnung. Okay, komm. Und drauf. Und nochmal draufhauen. Und weg bist du. Was war das? Großer Seelenstein, sogar mit einer Seele. Durchaus wertvolle Dinge also hier. Ja. Wo geht's hin von der Richtung her? Da. Vermutlich dann wieder oben, ja. Da kommen wir auch her. So, komm, komm. Hallo. Ich komm da hoch. Ich darf da hoch. Lass mich an die Küste. Hilfe, der weiße Hai. Aber ich bin an der Küste. Uah.
Jetzt weg. Und weg. Weg! Ich sagte weg. Versteh bitte die Richtungsangabe. Danke. Ich habe einen Kommentar bekommen, der gesagt hatte, bei Folge 47 erstmal, erst Level 15, bei Folge 47, das wäre extrem langsam. Denken wir mal kurz drüber nach. Folge 47, durchschnittlich 15 Minuten, das sind dann also, wie viele Stunden sind das? Oh oh. Warte, 12 durch 4. Nee, Quatsch, 12 ist das Ergebnis. 12 Stunden sind das ungefähr. Doch, ich habe recht, 12 Stunden sind das. 12 Stunden, Level 15, wenn es 50 Level gibt, die mit Perks gefüllt werden. Dann heißt das, nach 12 Stunden habe ich ein Drittel des Spiels. Und das hieße, das Spiel wäre 36 Stunden lang vom Leveling her. Und das wäre extrem kurz gerechnet. Deshalb, allein vom Menschenverstand würde ich sagen, ich bin eher noch schnell als langsam. Okay, jetzt ganz ruhig. Weg da. Das war jetzt keine Rechtfertigung, das waren nur meine Gedanken dazu. War das nicht gerade? Okay, mal sehen, ob ich mit meiner Vermutung richtig liege. Ja, da müssen wir hin. Waffenkammer, da waren wir schon. Glaube ich. Doch, hundertprozentig. Okay, es geht jetzt wahrscheinlich hier im Kreis runter. Wie? Irgendwas mache ich grundsätzlich falsch. Wie zur Hölle ist Lydia jetzt von da oben gekommen und... Aber jetzt stehe ich doch wieder unten in Schuanzell, oder? Aber der Questmarker zeigt hier hin. Da lernt ihr es, Kinder, da lernt ihr es. Nie dem Questmarker vertrauen. Zumindest nicht ihm allein. Immer einen Marco befragen. Yay. Und der weiß es dann auch nicht. Auch ein lustiger Kommentar, den ich bekommen habe. Wo jemand es lustig fand, dass ich versuche, euch alles zu erklären, obwohl ich selbst nicht die geringste Ahnung habe. Das hier ist ein Blind LP, nach wie vor. Ich würde das an der Stelle auch gerne erwähnen. Ich spiele privat nicht Skyrim. Obwohl es mir in den Fingern juckt, wirklich. Aber jede Spielminute, die ich mit diesem Spiel verbracht habe, bis auf ungefähr 20 vom Anfang, habe ich mit euch zugebracht. Das zeigt doch, wie sehr ich euch liebe. Und ich habe insofern nicht mehr Ahnung, als ich innerhalb dieses LPs bekommen konnte. Das heißt, wir sollen nochmal hoch, oder? Da geht's nochmal hoch, da geht's dann... Ja, okay, sieht so aus, als wäre ich eben einfach zu tief gewesen. Hallo? Hätte ich wenigstens so eine ungefähr genaue Angabe. Ah, okay, ich gehe anscheinend richtig. Wir kommen jetzt hier rüber, über so einen Arm, zu letzten Endes dann noch zu der Stelle, wo wir hin sollen. Ausgrabungsstätte. Raus wieder aus der Dwemer-Ruine selbst. Ich frage mich gerade ein bisschen, ob diese Dwemer-Ruine schon von sich aus unterirdisch gebaut wurde oder ob sie einfach versunken ist. Denn das ist ein Irrglauben, den viele verfolgen, dass die Dwemer generell ihre Städte unterirdisch gebaut hätten. Das entspricht so einfach nicht den Tatsachen. In Morrowind waren viele Dwemer-Ruinen eigentlich alle unterirdisch. Das liegt daran, dass sie versunken sind im Kontext der Story. Auch wenn das ein bisschen unglaubwürdig ist, das ist die offizielle Erklärung. An vielen Stellen glaubt man das auch, im Aschland ergibt es Sinn. Nur ob das hier schon unterirdisch gebaut wurde? Natürlich wurde es unterirdisch gebaut. Sonst gäbe es doch die Decken nicht. Marco, denk doch mal ein bisschen. Wäre das Geröll, wäre es wahrscheinlich oberirdisch gebaut.
Okay, das heißt, diese Stadt wurde schon von Anfang an unterirdisch platziert. Das macht sie für mich nochmal sympathischer.